Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pfade des Wissens. In der Vorlesungsreihe der Biodiversität sind wir bei Nummer 11 angekommen und heute werden wir uns etwas näher mit den Apistostegalia beschäftigen. Wie gehen wir da vor? Wie immer schauen wir uns die Taxonomie an und gehen dann die eigenen Gruppen rein. Das wären Pantaischtis, dann Tiktaalik, die Quappen, die Apistostega und die Überdachtköpfler Stegocephalia und bei denen wiederum ihre Untergruppen, die Elginerpeton, die Ventastega, die Stachelschädler, die korrekt Ancatostegta heißen, die Fischschädler Ichthyostega, die Vacheriidae, die Colosteidae, die dicken Kaulquappen Crassigerinius, Baphetidae und last but not least die Vierfüßer, die Tetrapoda, womit wir dann eigentlich auch dann schon bei dem Punkt sind, wo wir quasi schon unsere, ja sag ich mal, bekanntesten Verwandten aus den Dokus haben, alle Echsen, die dann so anfingen langsam an Land zu kommen. Okay, zur Taxonomie. Die fischartigen Vertreter der Apistostegalia weisen einen flachen, parabelförmigen Schädel auf, haben weder Rücken noch Afterflossen und ihr Kiemendeckel, also Operculum, der ist bei allen Vertretern entweder nicht mehr vorhanden oder erst vom restlichen Skelett abgelöst. Ja, wie wir schon gerade gesehen haben, gehören zu ihnen die Pantaischtis, das ist eine ausgestorbene Gattung, die ausgestorbene Gattung der Tiktaalik, der Quappen, die ausgestorbene Gattung der Apistostega und last but not least die Überdachtköpfler, die Stegocephalia, die ranglos sind. Pantaischtis. Ja, die Gattung der Pantaischtis starb im späten Devon vor ca. 380 Millionen Jahren aus. Ihr Name setzt sich aus den Worten Panda, welches dem Paläontologen Christian Heinrich Panda ehren soll, und Ischtis zusammen, was quasi eigentlich Fisch bedeutet und damit den Aufbau der Vertreter beschreibt, da diese sehr fischartig aussehen, was man hier auch im Bild, denke ich, ganz gut erkennen kann. Bereits bei ihnen zeigt sich die Evolution hin zu den Vierfüßern, den Tetrapoden, denn die vorne liegenden Brustflossen weisen nun Knochen auf, die weitgehend zu Gliedmaßen umfunktioniert wurden, sie dienen allerdings eher dem Kriechen als dem Schwimmen. Die Kiemen wiesen je ein Atemloch auf, dieses diente der Wasseraufnahme beim Ruhen. Aus dem hat sich dann später die Öffnung für die Luftatmung entwickelt und aus der dann wiederum die Öffnung für unsere heutigen Ohren. Das heißt, dass die Funktion natürlich auch stets umfunktioniert wurde. Damit kommen wir zur Gruppe der Quappen, der Tiktaalik. Und der Gattungsname ist recht interessant, denn er stammt aus der Eskimo-Sprache Inukhitut und bedeutet so viel wie Quappe, weshalb auch der deutsche Name Quappen lautet. Die Gattung von ihnen starb im Oberdevon vor ca. 376 Millionen Jahren aus und beinhaltet bisher nur die Art Tiktaalik rosae. Die Quappen sind für die Evolutionsbiologen sehr interessant, da sie Mosaikformen darstellen. Und bei Mosaikformen handelt es sich um Organismen, die mindestens Merkmale zweier nahe verwandter Gruppen aufweisen und daher als eine Übergangsform betrachtet werden. Folgende Merkmale haben sie. Sie haben Flossen, Unterkiefer und Gaumen, welche den Lungenfischen ähneln. Dann ist ihr Hals sehr beweglich, sie haben ein verkürztes Schädeldach und ihre Futtergliedmaßen ähneln so alle den Amphibien. Zudem haben sie ausgeprägte Beckenknochen, die jedoch weder mit dem Kreuzbeinrippen verbunden sind, noch ein Ischium, also ein unteres Sitzbein, der unterste Teil des Beckens, aufweisen. Damit kommen wir auch schon zu den Apistostege. Diese ausgestorbene Gattung, die bisher nur die Art Apistostega watsoni umfasst, da ist nicht viel bekannt von. Es wurden bisher nur zwei Fossilien gefunden und die waren auch nicht komplett. Die eine wurde gefunden in der Escuminac-Formation in Quebec in Kanada. Und diese datierte auf den späten Devon, sodass zu vermuten ist, dass die Gattung vor ca. 380 Millionen Jahren ausgestorben ist. Über die andere ist nicht allzu viel bekannt. Über was etwas mehr bekannt ist, sind die Stegocephalia, die Überdachtköpfler. Ihr Name leitet sich aus den griechischen Worten Stego für Dach, Überdacht und Cephalia für Kopf ab. Und damit wird eigentlich schon beschrieben, dass die Vertreter einen starken Knochenpanzer am Kopf aufwiesen, also einen starken Schädel hatten. Bei den höheren Vertretern kann der auch zurückgebildet sein. Und das wichtigste Merkmal besteht darin, dass die Vertreter eher Füße mit erkennbaren Zehen als Flossen aufwiesen. Das heißt, sie sind spätestens dann der Beginn der Landbesiedlung durch Tiere. Damit kommen wir zur Taxonomie der Überdachtköpfler. Ja, die lassen sich in die ausgestorbene Gattung der Elginerpeton, die ausgestorbene Gattung der Ventastega, die ausgestorbene Gattung der Stachelschädler Acanthostega,
die ausgestorbene Gattung der Fischschädler Ichthyostega. Ich weiß, wird langsam langweilig, aber hier kommt mal was anderes. Die ausgestorbene Familie der Waphetidae. Die noch lebenden Vierfüßer Tetrapoda, eine Überklasse, zu der wir auch gehören. Die Vacheraeidae, eine ausgestorbene Familie. Und die ausgestorbene Gattung dicke Kaulquappen Crassigerinius. Sowie, last but not least, die ausgestorbene Familie der Colosteidea gehören. Das war quasi jetzt ein langer Satz mit vielen kleinen Kommas. Okay. Fangen wir an mit den Elginiapetern. Die sind im späten Devon vor ca. 375 Millionen Jahren ausgestorben. Bisher gab es nur ein Fossil der Art Elginiapetern Panceni, welchem im Scott Craig, Scotland, Großbritannien gefunden wurde. Aus diesem Grund ist nicht viel über die Gattung bekannt, von der noch Schulter, Hüfte, Knie und Unterschenkel rekonstruiert werden konnten. Da diese allerdings keiner anderen Gattung eindeutig zugeordnet werden konnten, wurde ja eine eigene Gattung zugewiesen. Die Ventastega starben im späten Devon vor ca. 370 Millionen Jahren aus und haben auch bisher nur einen einzigen Vertreter, und zwar Ventastega coronica, dessen Fossil in Kurzeme, Lettland, gefunden wurde. Aus diesen gehen einzigartige Merkmale hervor, denn er hatte ein alligatorähnliches Aussehen und obwohl er im Wasser lebte, zeigten die Hüften bereits eine stärkere Ausprägung und die Flossen eine eher fußbeinartige Struktur, wie es für die Landtiere üblich ist. Und damit ist er wieder mal eine Mosaikform. Die Stachelschädler, die Acanthostega, sind im späten Devon vor ca. 365 Millionen Jahren ausgestorben. Auch bei dieser permanent aquatisch lebenden Gattung handelt es sich um eine Mosaikform, denn ihre Gliedmaßen waren bereits fußartig ausgebildet, jedoch noch zu schwach, um den Landgang zu ermöglichen. Sie konnten einfach das Gewicht nicht stemmen. Außerdem hatten sie noch Kiemen, das zeigt, dass sie zwingend im Wasser gelebt haben müssen. Und der Kiefer war bereits von einem Saugwerkzeug wie bei Fischen zu einem Beißwerkzeug wie bei Reptilien fortentwickelt. Was zeigt, dass sie, in Anführungszeichen sage ich jetzt mal ganz frech, versucht haben, an Land zu kommen. Damit kommen wir zu den Fischschädlern, Ichthyostega. Die haben ihren Namen daher, dass der Schädel fischartig aufgebaut ist und diese starben dann im späten Devon vor ca. 370 Millionen Jahren aus. Auch hier haben wir wieder eine Mosaikform. Die Fischschädler stellen nämlich den nächsten evolutiven Schritt zur Landbesiedlung dar, da sich folgende Merkmale der Acanthostega verbesserten. Denn sie hatten Lungen und Kiemen, wobei die Kiematmung wahrscheinlicher ausgeprägt war. Das heißt, sie konnten sowohl im Wasser als auch an Land atmen. Rippen, Schultergürtel und Hüfte waren ausgeprägter und damit besser für ein Stützskelett gegen die Schwerkraft geeignet, konnten also das Gewicht an Land besser stemmen. Die Fortbewegung im Wasser erfolgte mit dem noch vorhandenen fischartigen Schwanz. An Land jedoch, beziehungsweise in der Luft, erfolgte sie über die vier Füße, die deutlich muskulöser als jene der Stachelschädler waren und damit das Gewicht an Land tragen konnten. Experten sind sich allerdings über die Anzahl der Zehen nicht einig. Man sagt hier, sie haben wohl 5 bis 7 Zehen gehabt. Der bevorzugte Lebensraum waren, wie man sich denken kann, für Lebewesen, die sowohl im Wasser als auch an Land angepasst sind, höchstwahrscheinlich Sümpfe, wo der mögliche Wechsel zwischen Land und Wasser einen erheblichen Vorteil darstellte. Damit ähneln die Fischschädler am ehesten den Amphibien. Die Vacheraeidae, deren Familie ist im frühen Karbon vor ca. 330 Millionen Jahren ausgestorben. Ein weiteres Fossil, dessen Zuordnung umstritten ist, wurde in den Red Hills, Pennsylvania, USA gefunden. Und sollte dieses dem Vacheraeidae zugeordnet werden, wäre die Familie erstmals im späten Devon vor ca. 419 Millionen Jahren aufgetaucht und hätte damit 89 Millionen Jahre überdauert. Die Evolution zum Leben am Land verbesserte sich abermals, denn die Muskeln der Gliedmaßen sowie der Knochenaufbau haben sich verstärkt. Dann haben wir die Colosteidae, die sind im frühen Karbon vor ca. 307 Millionen Jahren ausgestorben. Sie verfügten über ein Seitenlinienorgan und daher hat man ein primär aquatisches Leben vermutet. Ihre Flossen waren bereits zurückgebildet, die Vorderbeine hatten 4, die Hinterbeine 15 und der Kopf war flach und über die Körperlänge von bis zu 1,5 Meter erstreckte sich eine Wirbelsäule mit bis zu 40 Wirbeln. Auch bei ihnen handelt es sich um eine Mosaikform. Und wenn wir uns jetzt mal das Seitenlinienorgan hier darstellen und anschauen. Rechts im Bild kann man die Mittellinie hier bei diesem Fisch sehen, die so gepunktet ist. Diese Punkte stellen quasi das Seitenlinienorgan dar. Und es kommt bei Amphibien und Fischen vor.
Und wie ich gerade schon sagte, zieht er als Seitenlinie halt mit Öffnung über den Körper entlang, woher es seinen Namen trägt. Es wird auch als Ferntastsinn bezeichnet, da es äußere Druckreize auch als relativ weite Entfernung wahrnehmen kann. Das nennt sich Exteroszeption. Und wenn wir uns mal die Funktionsweise anschauen, wir haben hier quasi ja, den ovalförmigen Rumpf mal dargestellt, hier in Gelb quasi das Seitenlinienorgan, Rot die Öffnung dazu. Und Bewegung im Wasser, zum Beispiel angreifenden Räubern, verursachen natürlich Druckwellen. Und diese treffen auf die Öffnung des Seitenlinienorgans, dringen durch dies ein und treffen dann auf einen mit Gallert gefüllten Kanal, das ist dieser gelbe. Dieser nimmt die Vibration der Wellen auf und gibt sie an die Kinocilien genannten Sinneshaare weiter, das sind hier in Blau dargestellt, welche sich entsprechend der Stärke und Richtung der Druckwellen dann biegen. Und dieser Reiz anders kann an das Nervenzentrum weitergeleitet werden, je nachdem welche Ausrichtung sie haben. Der kann da ausgewertet werden und erlaubt damit die Richtungsordnung, aus der die Druckwelle und damit der etwaige Angreifer kam. Wir können uns das vielleicht am ehesten bildlich mal vorstellen, wenn wir uns vorstellen, wir haben eine Bürste mit ganz, ganz weichen Borsten, aber stark genug, dass sie stehen. Und jetzt lassen wir ein Gewicht darauf fallen. Und allein anhand der Richtung, wie die Borsten sich biegen, können auch wir quasi erkennen, selbst wenn der Gegenstand quasi ja, nie unsichtbar wäre, könnten wir erkennen, aha, die Borsten biegen sich, da wird wohl ein Gegenstand drauf liegen. Und so ähnlich kann man sich das hier vorstellen. Okay, damit kommen wir zu den dicken Kaulquappen, den Crassigyrinius. Und die Familie dieser Mosaikform starb im Karbon vor ca. 330 Millionen Jahren aus. Den Namen haben sie, da ihre Vordergliedmaßen nur gering ausgeprägt sind, während sie wohl über einen besäumten Schwanz verfügten, wodurch sie halt optisch einfach wie Kaulquappen aussahen. Es gab auch hier wieder nur einen einzigen Vertreter, Crassigyrinius Scoticus, der wird nach dem Fundort seiner Fossilien in Schottland benannt und war wahrscheinlich aquatisch, da die Vorderbeine zu schwach ausgeprägt waren. Er konnte bis zu 1,2 Meter lang werden, verfügte außerdem noch über starke Kiefer und er lebte wahrscheinlich prädatorisch als Spitzenprädator, das heißt an der Spitze der Nahrungskette. Seine großen Augenhöhlen stellten wahrscheinlich eine Anpassung an Gewässer mit schlechter Sicht oder für tiefe Tiefen dar, in die nur wenig Licht vordringt. Natürlich, umso tiefer oder dunkler es ist, umso mehr Licht bräuchte man, um zu sehen. Dann haben wir die Baphetidae. Deren Familie, die früher Loxomatidae genannt wurden, starben im Karbon vor ca. 320 Millionen Jahren aus. Sie waren krokodilartig und ernährten sich wahrscheinlich vorwiegend von Fischen. Und am äußeren Rand der Oberseite des Mauls befanden sich eine Reihe spitzer Zähne, an der Unterseite zwei Reihen. Zusätzlich waren im mittleren Bereich der Oberseite des Mauls, also am Gaumenbein, zusätzliche vergrößerte Fangzähne zu finden. Ihr flacher, spitz zulaufender Schädel verfügt über große Augenhöhlen, die werden nebenbei Orbita genannt, die Form eines Schlüssellochs bis einer Schuhsohle aufwiesen und daher als charakteristisches Merkmal gelten. Hier im Bild dargestellt haben wir natürlich jetzt eher die Schuhsohlen vor. Der Zweck ist noch nicht wirklich geklärt. Wahrscheinlich dienten sie als Ansatz für einen muskulösen Kiefer oder sie waren für Drüsen, Salzausscheidungsorgane oder elektrosensorische Organe gedacht. Der Kiefer konnte erstmals von einem separat ziehenden Muskel, den sogenannten Adduktor, der hinter dem Kiefergelenk verlief, geöffnet werden. Das wurde dann später von vielen Landwirbeltieren übernommen. Ja, und damit kommen wir zur wichtigsten Gruppe erstmal, an der wir dann auch bei der nächsten Vorlesung fortsetzen werden, die Vierfüßer, Tetrapoda. Und deren wichtigstes Merkmal ist das Vorhandensein von vier Füßen, wie der Name schon sagt. Diese müssen über Zehen verfügen. Allerdings können sie auch zurückgebildet sein wie bei Schlangen oder umfunktioniert in Form von Flügeln oder Flossen vorliegen. Das heißt, der Name ist klar, die optische Zuordnung dieses Merkmals leider nicht komplett möglich. Daher ist ihr namensgebendes wichtigstes Merkmal nicht eindeutig, weshalb sie heute auch eher als Landwirbeltiere bezeichnet werden. Allerdings ist auch dieser Begriff eher verwirrend, da nicht all ihr Vertreter an Land leben, so zum Beispiel alle Meeressäuger wie die Wale. Das heißt, ein passender Begriff ist eigentlich jetzt im Deutschen nicht wirklich vorhanden. Tetrapoda im Lateinischen, kann man jetzt eigentlich sagen, ist auch nicht vorhanden. Ist sehr, sehr schwer. Schauen wir uns aber ihre wichtigen Merkmale an. Das sind verstärkte Wirbelsäule, um das Gewicht an Land tragen zu können. Die feste Verbindung zwischen Wirbelsäule und Becken, um Stabilität zu verleihen.
Im ausreißenden Stadium sind in der Regel nur noch Lungen als funktionsfähige Atmungsorgane vorhanden. Ansonsten sind Morphologie, Physiologie und ökologische Bedeutung extrem vielfältig, weswegen wir darauf dann eher bei den einzelnen Gruppen eingehen werden. So, um dieses ganze Batzen an Wissen auch mal ein bisschen zu festigen, habe ich mir wieder ein paar Übungen einfallen lassen. Und wie immer gilt hier meine Ansage, nehmt euch Stift, Papier zur Hand oder irgendein Medium, wo ihr Informationen niederschreiben könnt. Pausiert das Video an der Stelle, versucht euch mal an den Aufgaben. Ich springe natürlich schon zur Lösung und dann vergleiche ich mir und mal sehen, was hängen geblieben ist. Ich wünsche viel Erfolg. Okay, kommen wir zur Lösung. Zur ersten von 6 Folien, die ich dafür benötige. Und wir fangen natürlich bei Aufgabe 1 an, die da lautete, erläutere den Begriff Mosaikform. Ja, bei denen handelt es sich um evolutive Zwischenstufen, die Merkmale von mindestens 2 anderen Gruppen aufweisen und damit eine Verwandtschaftsbeziehung und Entwicklung dieser Gruppe durchaus begründen können. Zweitens, nenne die 2 wichtigsten Merkmale der Überdachtköpfler, Stegocephalia. Das ist starker Schädel und das Vorhandensein von Füßen statt Flossen, die natürlich bei manchen Vertretern reduziert vorliegen können. Drittens, die Fischschädler Ichthyostega lebten wahrscheinlich in Sümpfen und stellen eine evolutive Zwischenform zwischen den ursprünglichen Überdachtköpflern Stegocephalia und den Vierfüßern Tetrapoda dar. Erläutere 3 ihrer typischen Merkmale hinsichtlich dieser Aussage. Okay, was haben wir da? Wir haben erstmal, dass sie sowohl über Lungen als auch Kiemen verfügten, sodass sie zeitweise an Land und im Wasser leben konnten. Das ist natürlich dann eine gute Anpassung an das Ökosystem Sumpf. Zudem ist es ein Indiz für ihre evolutive Zwischenstufe zwischen den fischartigen Vorfahren mit Kiemen und den Tetrapoden als Nachfahren mit Lungen. Durch ihren verstärkten Rücken, Schultergürtel und Hüfte konnten sie ihr Gewicht an Land auch besser stützen. Des Weiteren können wir sagen, dass ihre muskulösen Beine es ihnen ermöglichten, ihr Gewicht an Land zu tragen und sich daher dort fortzubewegen, was einen Übergang zwischen den aquatischen Vorfahren und den terrestrischen Nachfahren der Tetrapoden darstellt. Trotz der vorangegangenen Merkmale war ihr Schwanz allerdings fischartig und diente der Fortbewegung im Wasser, sodass sie aquatisch wie ihre Vorfahren lebten, aber ihre Gliedmaßen bereits für ein terrestrisches Leben angepasst waren. Viertens. Erläutere den Begriff Spitzenprädator. Das ist einfach ein Räuber, der am Ende, also an der Spitze einer Nahrungskette steht und damit selbst keine Beute für andere Organismen darstellt. Das ging, denke ich, ganz einfach und schnell. Fünftens. Nenne die 3 wichtigsten Merkmale, die auf alle Vierfüßler, Landwirbeltiere, Tetrapoda zutreffen. Tja, alle haben verstärkte Wirbelsäule, um das Gewicht an Land tragen zu können. Sie haben eine feste Verbindung zwischen Wirbelsäule und Becken, um Stabilität zu verleihen. Und im auswachsenden Stadium sind nur noch Lungen als funktionsfähige Atmungsorgane vorhanden. Was ich hier nicht aufgeführt habe, was aber auch richtig wäre, ist zu sagen, ja, wie es der Name schon sagt, sie haben 4 Gliedmaßen. 4 Füße, Hände oder sonst was. Wie gesagt allerdings, für jemanden, der nicht direkt in der Biodiversität oder Biologie drin steckt, ist es sehr schwer jetzt zum Beispiel zu sagen, hä, ein Vogel ist ein Vierfüßer, wo hat denn der 4 Füße oder was? Ich bin ein Vierfüßer, ich habe 2 Arme und 2 Beine, aber Füße habe ich nicht, 4 Stück. Deswegen habe ich es hier nicht mit aufgeführt. Fünftens, also Lösung 5 von 6, aber Aufgabe 6. Welches Organ ist hier abgebildet und erläutert seine Funktion? Abgebildet ist das Seitenlinienorgan, welches als Ferntastsinn fungiert. Denn es kann Bewegungen im Wasser aufnehmen, denn die Bewegungen im Wasser verursachen Druckwellen. Diese treffen auf die Öffnung des Seitenlinienorgans, dringen durch diese ein und treffen dann auf einen mit Gallert gefüllten Kanal. Der kann die Vibration aufnehmen und die Wellen von diesen an die Kinozilien genannten Sinneshaare weitergeben, welche sich entsprechend der Stärke und Richtung der Druckwellen biegen und dieses Reiz an das Nervenzentrum weiterleiten. Und dort wird wie üblich der Reiz ausgewertet und eine Richtungsortung bestimmt, aus der die Druckwelle und damit ein etwaiger Angreifer zum Beispiel kam. Okay, damit sind wir an das Ende der heutigen Vorlesung angelangt. Ich hoffe, es war für euch interessant. Über Kritik, Lob, Abonnements, Daumen hoch, hilft mir sehr, würde ich mich natürlich sehr freuen. Und wenn was ist, ihr wisst, ihr könnt euch immer melden, ich werde dann versuchen, auch entsprechende passende Antwort zu finden. Bis dahin verabschiede ich mich bis zum nächsten Video und wünsche euch eine wunderbare Zeit. Tschüss!